Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part. Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Wir haben hier wirklich dem Valhalla alle Ehre gemacht und sind hier beim letzten Mal hier aus der Gefangenschaft entflohen. Daraufhin haben wir jetzt hier einige wehrlose Siedlungen, obwohl nicht ganz so wehrlose Siedlungen hier erobert. Aber mal so ganz entspannt, ohne wirklich, dass wir einen Sinn haben. Und jetzt geht es daheim nach Vormberg. So, also, Männer. Aber ich bin schon geplündert, was willst du eigentlich von mir? Genug geplündert für heute. Jetzt ist Feierabend. Da gibt es ja Schätze und da gibt es ja auch Schätze. Nein, ich lasse mich jetzt davon nicht mehr hier erwischen. Ich segel jetzt hier durch das Wunderschöne hier in Norwegen. Ich denke, wir sind noch im norwegischen oder isländischen Bereich hier. Jetzt bin ich aber... Oh, Leute, tut mir leid. Ich will jetzt wissen, was das ist. Das ist halt das Schlimmste auch an Odyssey gewesen. Oh, da ist ein Punkt. Da muss ich hin. Da ist irgendeine Insel. Da muss man hin. Wir jetzt wissen, was die blauen Punkte sind. Die blauen Punkte sind ja kein Reichtum an sich. Die sind immer was anderes. Müssen wir da schon wieder das plündern? Also nicht, dass es mich stört. Ups. Gut gelandet. gut vor Anker gelegt. Oh oh. So, also da hinten wäre wieder ein Schatz. Das würde natürlich bedeuten, dass wir jetzt hier wieder irgendwas erobern müssten. Das will ich jetzt nicht machen. Ich will jetzt eigentlich nur... Hier hinter. So, das ist wieder mein Pferd. Liebe Leute, ihr kennt schon meine Strategie. Mein Pferd heißt immer Plötze, denn ich kann mir nicht den Namen von... den Namen merken. Oh! Oh! Der eremitische Eber, liebe Leute! Er ist wieder da! Was? Hilfe! Ich will nicht geschweint werden! Killt es! Tötet es! Und er ist tot? Tötet es! Tötet es! Das erinnert mich irgendwie gefährlich an den Prolog. Eigentlich war das dasselbe sogar wie der Prolog. So, plündern. Okay, auf Wiedersehen, Plötze. Ciao, Plötze! Ich verabschiede mich von dir. So, ja, wir haben ja nämlich wieder was sehr Nettes gemerkt. Und zwar das Leveling, liebe Leute, Mann. Gewisse Gegner, die auf einem hohen Level sind, können uns töten. Und wenn es wie im Fall ist von so einem Eber, der kann einfach mal Level 4 sein und uns hier auf Level 2 natürlich mit Leichtigkeit vernichten. Ich möchte jetzt unbedingt wissen, was das hier ist. Überblicke das Land. Rätsel. Also Rätsel taugt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Weil ich sehe da irgendeinen seltsamen Pilz. Ich weiß nicht, vielleicht schießen wir uns ja auch ab mit so, ihr wisst schon, so lustigen Pilzen. Also, lesen. Das erste Tor führt nach Turtheim, wo Thors Donner bis Ragnarök der Kling. Das zweite Tor führt zur Ferias, Volkwang, der Ort für die Guten der Schlachten müde. Das dritte Tor führt nach Glatzheim, wo der Allvater seine Bluttrinker willkommen heißt. Aha. Okay. Fliegenpilz essen. Was? Was? Wir schießen uns echt ab mit Pilzen. Das erste Tor führt nach Turzheim, wo Thors Donner, also den ersten eigentlich nicht. Alter, ich bin hier gerade auf Drogentrips. Lass mich in Ruhe. Wenn ich auf Drogentrips bin, dann kannst du mich nicht einfach reinlassen. Also, okay. Das hat mich jetzt nicht richtig weitergebracht. Ah, ich glaube, wir müssen auf die Statuen achten, oder? Ah, okay.
Das ist Thor mit seinem Hammer. Das ist das erste Tor. Das sollte richtig sein. So. Freya, also. Freya, die Göttin. Ah, jetzt check ich's. Okay, warte. Da haben wir. Dann haben wir hier Statue von Freya. Ich glaube, das ist jetzt Freya, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das dritte ist dann der Allvater. Odin. Ich glaube, der Pilz lässt nach, oder? Hä? Achso, da ist noch eine Stadt. Okay, und da ist dann der Wette. Odin, okay. Hä? Habe ich es falsch gemacht? Habe ich es richtig gemacht? Nur weiß, der weit gereist und viele Fahrten tat, was in fremder Brust sich hegt, sofern Besonnenheit er sich bewahrt. Okay. Mehme mich selbst, wenn du einen Pilz ist, findest, musst du ihn nicht unbedingt essen. Eigentlich sollte ich mich mit der Natur nicht anlegen. Ich weiß noch, wie gesagt, diese mystischen Viecher aus Origins, die mich so platt gemacht hat. Aber da gab es auch so eine Hirschkuh, Mann. Alter, Mann, die Hirschkuh, die war so grausig. Die war so hart grausig zu bekämpfen. Okay, gut. Also, das war jetzt aber das Letzte, wo wir uns jetzt hier ablenken haben lassen. Blödsinn! Was ist mit dir? Führung abgeben? Küste folgen. Zum Questziel. Genau. Ihr schafft es schon, Ladies and Gentlemen. Ich tu mir jetzt hier ein bisschen zurücklehnen. Ich habe hier genug gemacht. So, filmischer Kamerastil. Nein! Er sieht echt geil aus. Aber okay, nein, ich möchte selber hier segeln. Keine Ahnung, wo lang, keine Ahnung, wohin, keine Ahnung, wohin wir es holen. Aber ich weiß zumindest, dass wir schon mal schlagkräftige Truppe haben. Lieber, da gibt es schon wieder was, was wir jetzt erobern können. Los. Sehnen. So viele Sachen zum Erobern. Nein. Nicht, jetzt hat es sich erstmal auserobert, liebe Leute. Man will es ja nicht übertreiben. Ich meine, wenn wir die ganze Welt hier schon zum Anfang des Spiels erobert haben, dann gibt es ja nichts mehr zum Erobern für den Rest des Spiels, liebe Leute. Das wäre traurig. So. Was? Stürbjörn wird zornig sein, dass du gegen seinen Willen aufgebrochen bist. Natürlich wird er das. Und du bist gar nicht besorgt deswegen? Ich sorge mich nur, dass unser König erst erkennt, dass ich recht habe, wenn es zu spät ist. Was ist mit Sigurd? Was würde er sagen? Wäre Sigurd hier, säße er neben dir, würde das Blut von seiner Axt wischen und in den Wind lächeln. Ja, Sigurd ist ja der werte Herr, den wir hier am Anfang getroffen haben und der uns hier das Leben gerettet hat. Und was wirst du unserem König von diesem Missgeschick erzählen? Nur die Wahrheit. Wir griffen Kjötvis Feste an, töteten seine Männer und schwächten seinen Einfluss hier. Erwähnst du auch, dass du deine Mannschaft verloren hast und fast als Trell verkauft wurdest? Wird das auch Teil deiner Sage? Sollte ein Skalde wagen, diesen Vers zu singen, so wird es sein letzter sein. Wir dachten, wir hätten dich verloren, Eivor. Diesmal wirklich. Wie immer ein herzliches Willkommen, Randvi. Du siehst wie Schlachtvieh aus. Was ist passiert? Nichts, was der Rede wert wäre, außer dass die Männer, die uns aufgehalten haben, tot sind. Und wie geht es dir? Es geht. Obwohl ich viele Tage damit verbracht habe, den Zorn unseres Königs zu mildern. Er ist nicht gut, auf dich zu sprechen. Das habe ich erwartet. Und Sigurd? Ist er von seinen Raubzügen zurück? Er sollte heute zurückkommen. Zuletzt hörten wir, er nähere sich Stavanger. Schön zu hören. Wir brauchen seinen Mut. Sigurd wird dich nicht vor dem Zorn seines Vaters retten, Eivor. Das solltest du inzwischen wissen.
Verlief dein Raubzug nicht wie geplant? Pläne erfüllen sich selten. Aber wir töteten viele von Kjötvis Kriegern. Und ich fand dies. Die Axt meines Vaters unter den Toten. Nach so vielen Jahren. Du solltest sie zu Gunnar bringen. Er macht sie wieder scharf. Eine gute Idee. Nachdem ich beim König war. Davon rate ich ab. Vorerst. Er trifft sich mit einem Boten aus dem Norden. Ich kann warten. Ein Schatten liegt auf dir. Stimmt etwas nicht? Nach 17 Wintern die Axt meines Vaters zu sehen, hat mich etwas aufgewühlt. Ein Gefühl, das ich nicht mehr hatte, seit er getötet wurde. Seit ich das hier erhielt. Erinnerungen vergangener Qualen. Trauer und Schmerz. Ich sollte mit Valka sprechen. Vielleicht bringt sie Ordnung in meine Gefühle. Nimm dir Zeit, um erstmal anzukommen. Wir sehen uns beim Langhaus. Ich glaube, du bist abgestumpft, Eivor, wie diese Axt. Vielleicht kann dir Gunnar bei beidem helfen. Ich lasse es dich wissen. Eivor, siehst entschlossen aus. Willkommen zu Hause. Eivor, hast du uns Schätze mitgebracht? Mein Boot kam mit der ganzen Mannschaft zurück. Das ist mehr wert als Silber. Das zählt nicht. Du brauchst Silber und Juwelen. Sei still, Holm. Woher willst du das wissen? Du warst noch nie plündern. Sei du... Irgendwas gefangen? Heute nicht. Es beißt einfach nichts an. Zu viele Schiffe wühlen das Wasser auf. Ich habe nicht die Geduld, um mit der Rute zu angeln. Mit dem Bogen wäre ich sicher besser. Fische mit dem Bogen schießen? Das könnte klappen. Hallo, Eivor. Berühmt-berüchtigt sind wir hier, so wie es aussieht. So, da kam vor sich Eivor wieder zu sehen. Na, muss auch mal gleich um. Aber bevor wir das jetzt machen, würde ich jetzt auch ganz gerne mal hier in den Fertigkeitenbaum gehen. Ja, muss mir nicht erklären. Also, wenn du Fertigkeitspunkte bei Knoten einsetzt, verbessern sich deine Kampffertigkeiten. Werteknoten verbessern die Grundwerte. Grundfertigkeiten schalten neue Kampfaktionen frei. Okay, gut. Also, wähle deinen Anfang. Wir können hier Nahkampfschaden. Aha, das sind schon wieder 2,3. Das ist natürlich schon wieder richtig hart hier. Stampfen. Brrrm! Das gefällt mir, Mann. Okay, ich glaube, das ist schon mal sehr, sehr großer Favorit hier. Fernkampf? Na, Fernkampf ist definitiv das letzte war. Hebt automatisch vor, wenn du gedumpt und unentdeckt bist. Das hört sich aber ehrlich gesagt ziemlich geil an. Wenn du auf den Gegner richtest du mehr Schaden an, Verteidigungsschaden an. Okay. Aber ich würde aber erstmal ehrlich gesagt sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier in den Nahkampfschaden. Nahkampfwiderstand. Jo, und ich glaube, einen haben wir noch. So, ich will das Stampfen haben, Mann, einfach, weil das so geil aussieht. Ich glaube, das ist nicht die effektivste Fähigkeit, aber ich glaube, Nahkampf wäre aktuell das Beste. Haben wir gleich zwei Level hier am Anfang gemacht, oder? Nice. Also, dann hören wir mal um, was die Leute jetzt zu sagen haben. Tova, tausch die Nadel gegen den Pfeil, wie ich sehe. Eivor, kannst du mich die Kunst des Bogenschießens lehren? Aber sehr gern doch. Siehst du, wie ich stehe? Setze deine Füße fest auf den Boden. Nicht weiter als schulterbreit. Atme ein, wenn du die Sehne spannst. Sieh auf den Punkt, den du treffen willst. Nun stell dir vor, wie der Pfeil genau hindurchfliegt und noch viel weiter. Atme aus, dann lass los. Danke, Eivor. Jetzt habe ich etwas für dich. Siehst du, aufs Auge kommt's an. Danke, Eivor. Als Geschenk könnte ich dir eine neue Tätowierung anbieten. Etwas, um deine Narbe zu schmücken. Ein nettes Angebot, aber sie soll sichtbar sein. Oh, ich wollte dich nicht beleidigen, aber ich kann dich trotzdem tätowieren, wenn du magst. Ja, ich möchte zusammen, bitte.
So, wo gibt's meine Tattoos? Diese Siedlung, ja. Mit meinen fetten Tattoos, Mann. Möchte es cool aussehen. Lass uns irgendwie, weiß nicht, irgend so Hells Angels Dinger, lass uns tätowieren. So, na, sowas Böses nicht. Tun wir's, Junge. Irgend so ein dummer Spruch. Alles ist gut, solange du willst, werden wir uns eintätowieren. Das wäre was, liebe Leute, Mann. Das wär's doch nicht. So, was kann man hier Glücksspiel, oder? Eine Runde Erlök? Hey, Jörg! Eine Runde Erlök kommt mir gerade recht. Erlök, dafür braucht man Geschick oder Glück. Haha, wie wär's? Also gut, spielen wir. Also gut, fangen wir an. Hey, komm her, komm nu! Oh mein Gott! Ganz kurz und bekannt. Erlök ist ein Würfelspiel, bei dem zwei Spieler Göttersegnung heraufbeschwören. Der Spieler, der die Gesundheit des Gegners zuerst auf 0 gewinnt, senkt, gewinnt. Jede Runde besteht aus drei Phasen. Erstens Würfelphase, Spieler werfen ihre Würfel mit verschiedenen Effekten, wie beispielsweise Angriff, Blocken oder Marken, keine Ahnung, mit Göttersegnungen heraufbeschworenen werden können. Ich denke, das soll Runen heißen. Göttersignalfahren. Spieler können ihre Runenmarken den Göttern opfern, um eine Göttersignal heraufzuschwören. Göttersignalungen sind mächtige Effekte, die den Ausgang einer Runde oder sogar Spiels beeinflussen können. Alphase. Das Würfelspiel. Beide Spieler werden generell ausgespielt. Schaden wird verursacht oder geblockt. Runen werden erhalten oder gestohlen. Die Runden werden so lange weitergespielt, bis... Alter, Mann. Keine Ahnung. Okay. Kopf. Hm, schon mal gut. Der, was? War das Kaiko? War das Zahl? Okay, ich habe keine Ahnung. Ich schau einfach, was du so machst. So, also. Los geht's. Choppa choppa. Also. Würfel behalten. Also das ist Blocken, oder was der hier hat? Blocke. Also. Das ist, richte einmal Schaden an. Richte einmal Schaden an, erhalte Rune. Okay. Habe ich auch sowas? Mach mal einmal blocken und mach mal auch einen Pfeil. Jo. So. Das greift er zweimal an. Was ist das? Das ist wieder einmal. Das ist einmal blocken. Was ist das? Stiehl dem Gegner eine Rune. Ich weiß nicht, hat er überhaupt eine Rune? Ich glaube nicht. So. Okay, wir werden direkt Schaden der Spieler, der zuerst den Wolf hat, greift zuerst an. Jeder Stier mag eine Gegner, okay. Okay. Einmal abgewehrt, einen kriege ich ab. Und ein Pfeil trifft ihn. Also eigentlich sind wir ziemlich gleich aktuell. Und ich klaue aber seine schönen Runen, was natürlich ganz nice ist. Darf ich jetzt würfeln? Oh, liebe Leute, Mann, der große Glücksspieler. Also, was kann ich jetzt eigentlich mit meinen Runen machen? Also, warte mal, was machen wir erstmal? Das. Eine Rune klauen wir. Und blocken ist immer gut. Und das blocken auch, komm. Ach komm, lass mal so. Den lass mal. Da will ich einen Angriff noch haben. Nicht schlecht. So, ja, lass mal den Bogen. Passt. Ja, ich bin fertig. Bestätigen. Alter, der klaut mir jetzt meine ganzen Runenkarten. Na, das ist ja mal... Alter! Der klaut mir meine ganzen Runen, der Lutscher. Also jedenfalls, in dieser Phase kannst du Götter singen. Sie werden nach Priorität heraufbeschwören. Wenn du Götter singen heraufbeschwören, wird Runen geöpfert und der Segnungseffekt freigegeben. Die meisten Göttersegnungen werden durch der Auflösung... Okay, gut. Der verschwindet nicht außer den Runden für die Erfolgabe für Quick, wenn er. Okay, gut. Also. Und wo wähle ich die? Verursacht? So. Dann opfere ich nämlich alle meine. Oh,
Aber der glaubt mir halt, dass man eine ganze Rune, was natürlich eklig ist. Ist natürlich richtig eklig. Aber jetzt kann ich nichts machen. Hm. Eklig. Jetzt will ich meine ganzen Runenkarten natürlich zurückhaben. So, zack. Und erhalte eine Rune. Was haben wir hier? Erhalte auch eine Rune. Die machen wir auch. Okay, bestätigen. Ich brauche jetzt ein paar Hände zum Klauen. So, aber wenn ich so viel Rune halte, ist das natürlich super. Okay. So, der hat so viele Runen. Also geblockt. Das ist ein Schaden. Das ist ein Schaden für ihn. Das ist an ihn. Jetzt kommt ein Pfeil. Und er klappt mir wieder eine Runenkarte, was natürlich kacke ist. So, zwei. Und ich weiß gar nicht, wie viel der mir dann klappt. Okay, der klappt mir erstmal gar nichts. Ich brauche jetzt unbedingt die Griffelhände, Mann. Hey, was war denn das? Nett. Okay, zack und zack. Okay. So, zack. Jetzt greift er mir aber richtig an. So, okay. Welchen bisschen was ab, aber nicht viel leider. Das ist schlecht. Also ich kann eine Charaktersegnung wieder machen. Kostet mich wieder 4. Verursacht 5 Schaden. Soll ich da mal drauf sparen? Ja, da sparen wir jetzt mal drauf. Okay, er setzt 2 Runen ein. Das ist... Oh. Was? Ja, voll die fiese Fähigkeit. Alter, ich verliere. Oh oh. Oh oh. Okay, eigentlich er hat noch 5 Leben. Kann ich theoretisch, wenn ich jetzt gut Runen mache, kann ich es so gewinnen. Ohne alles. Das ist auch voll unfair. Er hat eigentlich richtig den Vorteil, wenn er anfängt immer. Also, so. So. Und das muss ich abwehren. Ah nein, das ist ja. Ah nein, das ist ja für Pfeile, gell? Oh, ich bin so schlecht. Das sollte reichen. Oh oh. Komm schon. Rune. Pfeil. Axt, okay. Ja gut, ihr habt verloren. Toll, ihr habt verloren. Nein, ich habe noch nicht verloren. Weil. Ich glaube nämlich jetzt hier. Komm, komm, komm. Zeigt. Meine Runen. Zack. Klauen nämlich also seine restlichen Lebenspunkte. Und wow! Gewonnen! Ach, du hattest nur Glück. Noch eine Runde? Alter, ihr habt dich zerstört, Mann, hier mit meinen Skills, Mann. Hier habe ich nicht von Anfang an nur geplant drauf. Okay, wie das macht. Ist dunkel geworden. Liebe Leute, ich glaube, wir müssen jetzt hier erstmal ins Bett gehen. Das haben wir jetzt so ein bisschen hier zu viel gezockt. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht's weiter hier mit Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Bis zum nächsten Mal. Viel sehen. Ciao.